Wenn du schon immer irgendwo ganz früh dabei sein wolltest, dann hast du jetzt die Gelegenheit dazu. Und vor allem, wenn du auch auf Memecoin stehst, dann könnte Memebet genau dein Ding sein. Denn die Jungs, die bauen auf Telegram jetzt ein Casino auf, in dem du dann deine Memecoins einsetzen und dabei eben Belohnungen abräumen kannst. Und das klingt wirklich nach etwas, was die Leute mögen könnten und worauf die dann ziemlich Bock haben werden. Bevor ich aber zu den Einzelheiten des Projekts komme, hier bist du wirklich sehr früh dabei und dementsprechend einer der Ersten. Und wenn du einer der Ersten bist, die eben in ein Projekt investiert, bedeutet das halt auch oft, dass du die besten Chancen auf langfristige Gewinne hast. Du hältst die Token natürlich am längsten und profitierst dann auch am meisten, wenn der Wert steigt. Und wenn du also Interesse hast, schau dir am besten den Link in der Videobeschreibung an. Dort kannst du dir die Webseite ansehen. Und wenn du investieren möchtest, dann mach das am besten über den Link. Dann fällst du auch auf keine Scams herein. Also, worum geht das hier denn überhaupt? Also, Memebet ist ein Casino, wie ich vorhin schon erwähnte, speziell für Memecoins. Du kannst dort also deine Lieblings-Memecoins wie Paper oder Doge einzahlen und direkt dann mit ihnen spielen. Und das Beste, du musst sie nicht erst in Ethereum oder eben andere Coins umtauschen. Einfach mit der Wallet verbinden, loslegen und dann mit deinen bereits verdienten Memecoins noch mehr verdienen. Und das Coolste ist, dass das Casino auch auf einem Play-to-Earn-Modell basiert. Das bedeutet, je mehr du spielst, desto mehr kannst du auch verdienen. Und zwar in Form von Airdrops und Belohnungen. 70% des gesamten Token-Supply sind dafür reserviert. Also Memebet-Inhaber bekommen außerdem noch exklusive Boni und auch Zugang zu besonderen Herausforderungen dann innerhalb des Memebet-Ökosystems. Die Plattform, die funktioniert auch ohne KYC, also ohne die Notwendigkeit, deine Identität zu verifizieren. Du musst dann lediglich Telegram öffnen, deinen Wallet verbinden und schon kannst du loslegen. Wo ich mir jetzt etwas mehr Zeit nehmen möchte, ist die Roadmap, denn da ist einiges geplant. In Stufe 1 startet natürlich alles, also die Vorverkaufsseite wird freigeschaltet, Verträge werden aufgesetzt und das Webcasino sowie auch die Sportwettenplattform gehen in die Entwicklung. Gleichzeitig wird auch hier an einem Telegram-Casino-Bot gearbeitet. Und schon in dieser Phase beginnt natürlich das Marketing, ist ganz wichtig, um halt eben die erste Aufmerksamkeit zu generieren. Und auch die Key Opinion Leader, also die Coles, werden mit ins Boot geholt, um die Werbetrommel zu rühren. In Stufe 2, also sobald das Casino und die Sportwettenplattform live gehen, startet auch die erste Airdrop Season. Das bedeutet, wenn du mitspielst und wettest, kannst du schon frühzeitig Belohnungen abstauben. Gleichzeitig beginnt die Entwicklung von Lootboxen und das Telegram-Casino wird dann aktiviert. Auch hier laufen die Marketingaktivitäten dann natürlich weiter auf Hochtouren, um die Community weiter zu vergrößern. Und in Stufe 3 wird es besonders spannend. Aktionen, Boni und Community-Initiativen fangen hier an. Und noch mehr Meme-Coins finden dann den Weg ins Casino. Das Marketing wird dann dementsprechend ausgeweitet und die erste Airdrop-Season endet dann auch. Und der Vorverkauf wird abgeschlossen. Und in Stufe 4, also in dieser Phase, wird das Memebet VIP-Programm eingeführt, ebenso wie ein Partnerprogramm. Also die ganze Botschafterinitiative läuft dann weiter und es wird hier ordentlich die Werbetrommel gerührt. Und sobald dann 100 Millionen Dollar gewettet wurden, werden die Lootboxen gestartet. Auch die zweite Airdrop-Season wird dann angekündigt, also lohnt es sich hier eventuell weiter aktiv zu bleiben. Und in Stufe 5, also zum Schluss, wird die Community stärker mit einbezogen. Es gibt dann Umfragen und Foren, wo du halt eben deine Meinung kundtun kannst. Die zweite Airdrop-Season endet dann, aber es kommt dann eben neue Meme-Coins ins Casino, was natürlich immer ganz gut ist. Außerdem gibt es dann exklusive Spiele und Wettbewerbe und sogar auch ein spezielles Perpetual Trading Spiel wird dann oder soll hinzugefügt werden. Die Tokenomics sind hier klar strukturiert. 70% des Angebots gehen in den Vorverkauf, 10% in die Liquidität und 20% in die Casino-Belohnung. Memebet ist hier also mehr als nur ein Token, also so ein Governance-Token. Es ist ein Utility-Token, der es dir erlaubt, Play-to-Earn-Belohnungen zu sammeln, während du eben spielst. Das ist natürlich von Vorteil. Du kannst hier also nicht nur durch den Kauf des Tokens profitieren, sondern auch durch das Spielen im Casino. Und das klingt jetzt alles schon ziemlich spannend. Die haben das ganz gut aufgebaut und zocken mögen die meisten Leute ja wirklich sehr, sehr gerne. Also das könnte definitiv funktionieren. Ich werde dich, was das Projekt betrifft, weiter auf dem Laufenden halten. Und wenn du halt eben investieren möchtest, dann siehst du hier auch, wie das funktioniert. Und über den Link in der Beschreibung kommst du da auch sicher hin. Ich wünsche dir einen wundervollen Tag und ganz, ganz viel Erfolg mit deinen Investitionen. Wir hören uns im nächsten Video. Mach's gut.